gibt auch noch einen dritten Mitorganisator der Veranstaltung. Das ist schon ein etwas bekannterer Akteur, und zwar der Hanseclub der Wirtschaft Frankfurt und Eisenhüttenstadt. Der Präsident, Herr Röcklin, sitzt hier vorne. Er hat das Privileg, er wird dann am Ende der Veranstaltung sein Resümee von innen ziehen. Er wird sich dort also fleißig Notizen machen, nehme ich an. Wird es dann auch mit der Stadtwerke Realität, deren Geschäftsführer er ist, auch verbinden können. Und es wird auch am Ende ein Resümee von außen geben, wie überhaupt diese ganze Veranstaltung so angelegt wird, ist, dass Impulsgeber von außen hier mit uns sprechen, dass sie uns sagen, wie sie auf Frankfurt oder sehen, was sie gut sehen an Frankfurt oder was, welche Erwartungen sie vielleicht auch haben. Und auf der anderen Seite sollen eben auch die Impulse zurückgehen. Und als Erste wird jetzt zu uns sprechen Frau Susanne Klaber. Sie ist die Geschäftsführerin des Landesverbandes Berlin-Brandenburg innerhalb des Bundesverbandes Freie Immobilien- und Wohnungsunternehmen. Ein bisschen kompliziert. Ich habe mich zur Vorbereitung mal auf ihren Internetseiten umgeschaut. Da bin ich auf sehr widersprüchliche Sachen gestoßen. Die aktuelle Pressemitteilung des Bundesverbandes von vor einer Woche, die hat die Überschrift Baukrise von historischem Ausmaß, soziale Konsequenzen dramatisch. Da geht es also um die gestiegenen Preise, auch um neue Gesetze, auch um Kritiker in der Bundesregierung. Wenn man dann auf die Seite des Landesverbandes schaut, da wird man ein bisschen optimistischer gestimmt. Da gibt es nämlich eine 96-seitige Broschüre unter dem Motto Stadt, Land, Boom. Da wird beschrieben, dass sozusagen der Entwicklungsmotor Berlin weiterläuft, dass der Speckgürtel zum Teil schon zugelaufen ist und dass man deswegen auch vom Verband aus Richtung Frankfurt-Oder schaut, in die Städte in der zweiten Reihe, weil die werden nämlich immer interessanter, und ich glaube, darüber werden Sie uns jetzt auch was erzählen, und dazu möchte ich Sie nach oben bitten. Wenn wir im Anschluss gesprochen haben wird, dann gibt es dann auch die erste Diskussionsrunde. Meine sehr verehrten Damen und Herren, als allererstes ganz herzlichen Dank. Wenn ich das richtig sehe, glaube ich, bin ich die einzige weibliche Referentin heute. Meine Damen, ich halte dieses Fähnchen jetzt hoch. Und noch eine, wir sind zu zweit, immerhin. Wir sind als Verband mit einem unglaublich langen Namen, den man eigentlich auf eine auszuklappende Visitenkarte schreiben müsste, vertreten wir die Interessen der mittelständischen Immobilienwirtschaft. Das handelt sich dabei in der Regel heute noch in großer Mehrheit um inhabergeführte Unternehmen, die in sehr kurzen, schnellen Entscheidungsstrukturen handlungsfähig sind, im Guten wie im Schlechten, bei der Frage, das Projekt mache ich, genauso wie bei der Frage, das Projekt stelle ich ein. Der BFW hat 250 Mitgliedsunternehmen hier in Berlin-Brandenburg, ungefähr ein Drittel davon baut. Die Bauträger, die verantworten in Berlin in normalen, durchschnittlichen Jahren, nicht in so außergewöhnlichen Zeiten wie im Moment, etwa 6000 Wohneinheiten im Jahr in der Fertigstellung, in der Vielzahl auch Mietwohnungsbau, und tragen damit ein Drittel bis teilweise die Hälfte des Neubauvolumens in Berlin. Ich werde mich als eingeborene Berlinerin hüten, Ihnen zu erzählen, was Frankfurt oder tun oder lassen sollte. Das steht mir nicht zu. Und ich weiß viel zu wenig über Frankfurt oder Verband hin oder her. Was ich aber jetzt versuchen möchte, Ihnen zu erklären, ist, wie ticken die Mitgliedsunternehmen, die Investitionsentscheidungen treffen? Nach welchen Kriterien sind die unterwegs? Welche Fragen wollen die beantwortet haben? Mit der klaren Zielstellung, dann für Sie, für die weitere Diskussion, vielleicht auch die eine oder andere Anregung mitzunehmen. Keine Angst, wird kein PowerPoint-Karaoke werden, sondern ich möchte Ihnen mit einem ganz kleinen bisschen Struktur und einer Handvoll Zahlen ein paar Dinge mit auf den Weg geben. Warum wird gebaut? Das gucken wir uns unter Punkt 1 an. Dann die Frage des berühmten Siedlungssterns mit Berlin im Zentrum. Wir gucken uns an, wie entwickeln sich eigentlich Zuzüge und Vorzüge? Ist Pendeln vielleicht eine Antwort? Wie entwickeln sich Bodenpreise und Mieten?
Und welche Szenarien haben unsere Mitgliedsunternehmen zurzeit mit Blick auch auf die Städte der zweiten Reihe? Warum baut jemand? Weil er davon ausgeht, dass er ein wirtschaftliches Ergebnis erzielt, mit dem er am Ende des Tages auch einen Gewinn erzielt. Er setzt auf die Entwicklungsperspektiven, die ein Standort hat, und guckt sich an, gibt es Nachfrage. Die Nachfrage für die Investition kann die unterschiedlichsten Gründe haben. Hier ist zum Beispiel das Thema Hochschule angesprochen worden. Hochschule kann ein Faktor sein, um zum Beispiel bei studentischem Wohnen oder Ähnlichem in den Wohnungsbau zu investieren. Es können Medizinstandorte als Entscheidungskriterium herangezogen werden und. Wichtig ist, dass der jeweilige Standort eine klare, definierte Geschichte erzählt. Wofür steht dieser Standort? Wofür steht Frankfurt-Oder? Denn nur wenn ich genau sagen kann, Frankfurt-Oder steht für Thema A, B und C, kann ich genau definieren, wen spreche ich eigentlich an, der hier investieren will. Es braucht also eine klare Antwort für den, der Entscheidungen treffen soll, warum soll ich hier investieren. Entwickler betrachten einen Zeitraum zwischen 30 Jahren plus X. Wenn Sie Dinge in Ihr eigenes Portfolio nehmen, dann ist das nochmal eine andere Struktur, als wenn Sie ein Projekt entwickeln und dann an einen Investor verkaufen. Grundsätzlich ist es aber so, dass für die gesamte Region Berlin-Brandenburg die Rahmenbedingungen sich in den zurückliegenden 10, 15 Jahren maßgeblich verändert haben. Berlin holt nach, was viele andere europäische Großstädte in den letzten Jahrzehnten hinter sich gebracht haben. Es wächst von innen nach außen. Wohnraum ist knapp. Die Verfahren, um neuen Wohnraum zu schaffen, sind schlecht. Und wenn der Entwickler sich dann anguckt, wo investiere ich, stellt er sich in Berlin schon seit einiger Zeit die Frage, warum tue ich mir das in Berlin noch an? Unsere Projektentwickler haben in den zurückliegenden 4 bis 5 Jahren auch angesichts der Preisentwicklung in Berlin nicht der Nachfrage nach Wohnraum, sondern Preisentwicklung von Grundstücken vielfach schon vom Ankauf von Baugrundstücken abgesehen, weil sie gesagt haben, die Preise, die da aufgerufen werden, glauben wir nicht mehr. Denn man steht am Ende des Tages mit seinem persönlichen Vermögen als inhabergeführtes Unternehmen mit im Feuer. Das führt dazu, dass man Entscheidungen sehr genau überlegt. Dazu kommen die schlecht strukturierten Verfahren in der Stadt. Die Bebauungspläne, die im vergangenen Jahr festgesetzt worden sind, haben im Durchschnitt 10 Jahre gebraucht. Wenn Sie sich angucken, wie in den letzten 2 Jahren die Inflation sich entwickelt hat, wissen Sie, was schon ein Jahr an Preisentwicklung ausmachen kann, geschweige denn, dass wir hier über einen Zeitraum von 10 Jahren reden. Alles das also Gründe, aus der Stadt herauszugehen. Schauen wir uns den Siedlungsstern an. Das ist ein ganz berühmtes, berüchtigtes Instrument, Entwicklungsinstrument, das zwischen dem Land Brandenburg und dem Land Berlin entwickelt worden ist. Es setzt auf den vor über 100 Jahren entstandenen Verkehrsachsen, deshalb Stern. Sie haben hier in der Regel Regionalbahnstrecken, wenn Sie über den Berliner S-Bahnring hinausgehen. Dieses Bild zeigt also, da ist der Speckgürtel ungefähr, dickes Knäuel in der Mitte und dann federt es an den Rändern aus. Frankfurt-Oder finden Sie auf dieser Karte auch. Was zeigt der Siedlungsstern nicht? Er zeigt nicht, wie ein Siedlungsstern für Frankfurt-Oder aussieht. Dieses Ding ist Berlin-zentriert. Und das ist für die Zusammenarbeit, Hauptstadtregion etc. pp. Sicherlich auch ein kluger Ansatz. Aber wenn Sie Investoren erreichen wollen, dann sollte man gucken, wie sieht eigentlich der Siedlungsstern von Frankfurt oder aus. Die grundsätzliche Informationsquelle für unsere Mitgliedsunternehmen ist ein Instrument, das über die brandenburgische Landesregierung gekommen ist. Das ist das integrierte Stadtentwicklungskonzept.
Wenn Sie einen Unternehmer haben, der jetzt sich nicht mit Berlin auseinandersetzt, dazu weiß man vielleicht das eine oder andere, sondern sich mit einem Standort wie Luckenwalde, der Frankfurt-Oder und anderen Städten des Städtekranzes auseinandersetzt, dann braucht er Informationen. Wofür steht diese Region? Wie stellt man sich die Entwicklungsperspektive dieser Region vor? Und in einem gut gemachten Stadtentwicklungskonzept kann man ablesen, was passiert hier in den nächsten 20 Jahren. Mit welchem Bevölkerungswachstum rechnen wir? Oder ist es eine schrumpfende Gemeinde? Und das in diesem Stadtentwicklungskonzept in einem vorgegebenen Rahmen, der ein erster Blick sein kann für Investitionsentscheidungen. Aus der Vogelperspektive schaut der Entwickler, der von weiter draußen kommt. Die Daten, die er braucht, die sind teilweise vorhanden. Ich habe Ihnen hier mal etwas mitgebracht, was sich mit dem Thema Zuzüge und Vorzüge befasst. Da ist spannend, eine Stadt wie Brandenburg an der Havel entwickelt sich. Eberswalde, Städtekranz entwickelt sich. Die schwarzen Linien sind der Zuzug. Die Grünen sind der Weggang von Menschen und Gelb ist der Saldo. Sie sehen hier fast durchgängig über einen Zeitraum seit 2013 Wachstum. Wir reden jetzt nicht über 100.000 neue Einwohner in dem gleichen Zeitraum in Berlin, sondern wir reden über ein langsames Wachstum. Aber auch dieses langsame Wachstum überfordert teilweise die einzelnen Kommunen, weil nämlich mit jeder Familie, die dazu zieht, Kindergartenplätze, Schulplätze etc. geschaffen werden müssen. Und deshalb hier an der Stelle mein Appell, nicht warten, bis das Problem vor der Tür steht, sondern mit Unternehmen, die hier investieren wollen, zum Beispiel im Wohnungsbau, direkt adressieren, es ist gut, dass ihr kommt, ihr werdet Menschen mitbringen, die Menschen brauchen Infrastruktur. Und dafür sehr schnell klare Regeln aufstellen, damit man, wenn man hier ein Grundstück kauft, auch sofort weiß, da gehören noch ein paar Dinge dazu. Und glauben Sie mir, der durchschnittliche Bauträger, Projektentwickler meiner Mitgliedsunternehmen weiß das und hat das mit auf seiner To-Do-Liste. Wenn wir uns jetzt mal angucken, wie ist es denn mit Pendeln? Ist Pendeln und Homeoffice möglicherweise eine Antwort auf die Entwicklung? Sie sehen hier eine Grafik, die aus Daten der Bundesagentur für Arbeit entstehen. Danach sehen Sie, dass sowohl in Brandenburg als auch im Umland und in den Städten der zweiten Reihe das Thema Pendeln in den zurückliegenden Jahren seit 2015 deutlich nach oben gegangen ist. Einen besonderen Sprung macht man natürlich da in der Zeit 2019, Beginn der Pandemie. Aber die Tendenz ist auf einem recht hohen Niveau und wird sich vielleicht nicht mehr in der Dynamik, aber wird sich nach unserer Einschätzung fortsetzen. Denn mit der Pandemie war es ein ganz großer Push auch für die Digitalisierung. Da machen wir mal ein Sternchen dran, komme ich gleich nochmal dazu. Und Homeoffice hat dieses Geschmäckle verloren. Ach Gott, zu Hause, da arbeitest du doch nicht. Ja, da machst du deine Wäsche, mähst Rasen, was auch immer, aber gearbeitet wird da doch nicht. Das bestätigen diese Zahlen nicht. Ja, große Unternehmen rufen auch ihre Mitarbeiter zurück in die Büros. Aber angesichts des Fachkräftemangels, glauben Sie mir, wird sich ein hochqualifizierter Mitarbeiter, eine hochqualifizierte Mitarbeiterin nicht vom Unternehmen einfach aus dem Homeoffice zurückzitieren lassen zu einem dauerhaften Bürobetrieb. Die Arbeitgeber sind hier in einem Wettbewerb um die besten Kräfte und aus dieser Perspektive heraus sind wir überzeugt davon, dass vorausgesetzt die Digitalisierung, die Versorgung mit entsprechender Technik funktioniert, Homeoffice weiter ein Thema ist und bleiben wird, das geht nicht wieder weg. Warum sagt sich der Projektentwickler, ich mache in Wohnen? Vielleicht kennen Sie die
die Präsentation im Nachgang bei sich auf eine Seite stellen. Ich schicke die aber bei Bedarf auch gerne zu. Das ist eine Grafik des BWU. Da haben Sie sich mal die Durchschnittsmieten in Berlin und Brandenburg angeguckt. Und wenn Sie sich jetzt ansehen, dass Berlin hier und der weitere Metropolenraum im Durchschnitt mit Mieten von 7,26 Euro bis 7,95 Euro zu Buche schlagen und Frankfurt-Oder bei 5,78 Euro liegt oder Cottbus zum Beispiel bei 5,45 Euro, haben Sie ein schlagendes Argument für das Thema Wohnen in den Städten der zweiten Reihe. Die Wahrheit ist, dass die Mieten in Berlin jenseits der Zahlen, die ich Ihnen hier genannt habe, deutlich andere sind, deutlich höher sind. Wenn Sie in den Neubau gucken, sind sie weit über 10 Euro. Und das ist etwas, das man erstmal sich leisten können muss. Wenn unsere Bauträger alle diese Daten sich angesehen haben, treffen sie eine Entscheidung, nämlich wo baue ich als nächstes. Sie binden maßgeblich Eigenkapital und wie kurz erwähnt, in Berlin in den Jahren zwischen 2017 bis grob Richtung 21 im Schnitt 6.000 Einheiten, das ist eine ganze Menge Holz, die Zahlen verändern sich. Blau ist Berlin, grün ist Brandenburg. Berlin verliert maßgeblich Projekte, weil es schlechte Verfahrensabläufe gibt, sehr schlechte Koordination der Behörden untereinander. Sie erinnern sich vielleicht an das Thema 10 Jahre für einen Bebauungsplan. Sie finden eine massive Abwehrhaltung teilweise vor Ort gegen Neubau. Und wenn dann die gesamtwirtschaftliche Lage so schwierig ist, wie sie es im Moment ist, dann gibt es zwei Optionen. Version 1, ich packe das Projekt in die Schublade, ich mache hier nichts mehr. Wenn ein Unternehmer das dauerhaft tut, wäre er kein Unternehmer. Er sucht nach Alternativen. Und wo geht er hin, wenn es schwierig ist? Und wenn es einen Haufen Dinge gibt, die er selber nicht beeinflussen kann? Die Europäische Zentralbank, das, was mit der Weltwirtschaft passiert, das sind alles Faktoren, die er nicht beeinflussen kann, die die wenigsten hier im Raum beeinflussen können. Aber was man beeinflussen kann, ist die Frage, habe ich eine gut strukturierte Verwaltung, in der transparent für alle Beteiligten ist, wer jetzt was, wie, wann zu entscheiden hat, in welcher Reihenfolge. Ein wesentlicher, zentraler Standortvorteil ist es, wenn man gut organisiert ist. Und wenn man dann auch noch digitalisiert ist, hilft das eine ganze Ecke weiter und beugt dem drohenden Fachkräftemangel vor, der ja auch durch den demografischen Wandel in der Verwaltung passiert. In Brandenburg haben wir 2022 1.000 fertiggestellte Einheiten gehabt durch Mitgliedsunternehmen des Verbandes. Wir sind auf dem Weg in der laufenden Periode zu 5.600 Einheiten. Und ich kann sagen, dass Brandenburg, wenn die Entwicklung so weitergeht, Berlin in einer absehbaren Zeit jedenfalls beim geneigten Mittelständler ein Stück weit den Rang ablaufen wird. Das rückt auch massiv die Städte in der zweiten Reihe in den Fokus. Denn in Kleinmachnow und wie sie alle heißen, sind die Grundstückspreise auch massiv nach oben gegangen, auch die Mieten nach oben gegangen. Ich will sagen, der Speckgürtel leidet da jetzt unter den klassischen Entwicklungen eines Marktes, auf die mehr Leute reindringen, als Produkt zur Verfügung steht. Was also tun? Hausaufgaben machen. Transparenz und aktuelle Daten. Wofür steht man in Frankfurt-Oder? Wen will ich ansprechen? Bin ich Studentenstadt, die wächst? Bin ich vielleicht damit auch ein Standort, wo sich aus der Universität heraus Start-ups entwickeln?
bin ich ein, ich formuliere, Medizinstandort? Stehe ich hier zentral für Kultur und Tourismus? Wofür stehe ich? Und es ist immer klug, wenn man dabei sich ein Stück weit fokussiert und der Strauß nicht zu groß und nicht zu bunt wird. Wichtig ist, dass sich Wirtschaftsförderung und Wohnungspolitik miteinander vernetzen. Ich hatte vor einiger Zeit, ist schon eine ganze Weile her, ein Gespräch mit der Wirtschaftsförderung Brandenburg, ist schon wirklich eine ganze Weile her, war vor der Pandemie, und mir wurde berichtet, welche Ansiedlungen in Planung sind, wen man für welche Standorte gewinnen möchte, und hat sich dort damals jedenfalls nicht genug Gedanken gemacht, wo wohnen denn dann die Menschen. Wenn Sie heute zum Beispiel auf dem Tesla-Gelände, ich weiß, dass es ein sehr schwieriges Thema ist, angucken, dass es zum Standortnachteil wird, weil Menschen, die dort arbeiten sollen, kein Dach über dem Kopf finden, dann zeigt das, wie wichtig es ist, dass Wohnen und Wirtschaft sich dicht miteinander vernetzen. Machen Sie sich Gedanken über einen Siedlungsstern Frankfurt-Oder. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, weil es den Blick weitet, und zwar in alle Himmelsrichtungen. Es ist nicht klug, wenn Berlin immer im Zentrum der Betrachtung ist. Es geht darum, dass Sie für sich Ihre Mitte bestimmen, Ihre Mitte, und nicht die Abgrenzung zu Berlin. Am Schluss gut strukturierte, schlanke, digitale Verwaltungsprozesse. Alles das zusammen schafft in schwierigen Zeiten einen Wettbewerbsvorteil gegenüber all denen, die nicht gut strukturiert sind, die keinen klaren Ansatz haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Gnabe. Ich finde, das war ein ganz toller Impuls von Ihnen. Ich hätte vielleicht noch eine Frage. Gibt es denn im zweiten Kreis, die der Geschichte schon besser erzählen als Frankfurt-Oder? Die gibt es, und das findet man auch raus, wenn man dann schlicht mal auf die Grundstückspreisentwicklung der jeweiligen Regionen schaut. Luckenwalde hat mir, bevor ich beim WFW begonnen habe, so herzlich gar nicht wenig gesagt. Sie können mir das auch gerne als Berliner Arroganz zurechnen. Aber es ist dort ein klarer Fokus gefasst worden, welche Inhalte man spielen will. Man hat sich dort um die Verkehrsthemen gekümmert, insbesondere auch die soziale Infrastruktur angefasst. Und so etwas ist ein langer Prozess, das geht nicht schnell, trägt aber irgendwann Früchte. Und vielleicht noch eine Verständigungsfrage mit diesem Siedlungsstern in Frankfurt-Oder. Was stehen Sie darunter? Das habe ich nicht ganz verstanden. In welchen Ortslagen man das bauen will oder was vorhat, oder wie meinen Sie das? Die Frage, die grundsätzliche Frage ist, man will ja nicht alles beliebig zubauen. Der Berliner Siedlungsstern, der wird heute hochgehalten, weil die Flächen zwischen den einzelnen Streifen für Klima benötigt werden. Wenn man das alles zubauen würde, gnadenlos, dann haben wir klimatechnisch noch ganz andere Fragen, als man die heute schon in so einem Ballungsraum hat. Aber es geht bei diesem Thema Siedlungsstern darum, wer sind meine Nachbarn und wie kommt man von A nach B? Wenn Sie dann zum Beispiel hier in Frankfurt-Oder arbeiten und an einer anderen Stelle wohnen, dann, oder umgekehrt, dann ist es die Frage der verkehrlichen Erschließung. Die ist eine der ganz zentralen Fragen, die mit so einem solchen Siedlungsstern auch beantwortet werden. Also nicht nur, wo wollen wir Neubau, egal ob unternehmerisch, für Unternehmensansiedlung oder Wohnraum, und wie ist die Erschließung? Ich gucke nochmal ins Publikum, gibt es jetzt von Ihnen vielleicht schon direkt noch?